Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Suikoden 2. So, meine Lieben. Ja, wir haben jetzt eine Nacht geschlafen und durften darüber nachdenken, ob wir nun wirklich hier der Anführer werden wollen von dieser Armee gegen Heiland. Und jetzt müssen wir unsere Entscheidung halt mal mitteilen, ne? So, dann mal los. Hast du dich entschieden? Wenn du meinst, dass ich es schaffen kann... Ich habe keine Chance, es zu schaffen. Doch. Rio, ich danke dir. Ich gebe dir all meine Stärke, damit wir diesen Bastard Luca Blight besiegen können. Bitte, Rio, wir brauchen deine Kraft. Lord Rio, es ist nicht viel, aber ich gebe dir auch all meine Kraft. Ich will auch für dich kämpfen. Für South Window, für Lord Grandmire, für alle Leute, die durch Heiland gelitten haben. Lord Rio, mit all der Kraft, die ich zu Füßen meines Meisters gelernt habe, verspreche ich dir zu helfen, den Sieg zu erringen. Ich habe nicht allzu viel Stärke zu geben, aber ich gebe dir alles, was ich habe. Dies ist nicht die Art und Weise, einen so wichtigen Augenblick zu feiern. Wir haben einen neuen Anführer. Feiern wir! Auch ich möchte dir gratulieren. Dr. Huan! Doktor, du bist unverletzt. Ich bin so froh. Es tut mir leid, dass ich euch Sorgen gemacht habe. Dr. Huan, wie hast du Muse überlebt? Nun, irgendein Soldat hat mir geholfen und ich habe es schließlich bis hierher geschafft. Die Soldaten werden sehr glücklich sein, wenn sie hören, dass wir einen so berühmten Heiler unter uns haben. Willkommen, Dr. Huan. Vielen Dank. Ich hoffe, dass meine geringen Kenntnisse der Medizin dir und deinen Truppen helfen werden. Lord Rio, ich bin so glücklich, hier zu sein. Ich werde versuchen, mich für die anderen Menschen in dieser Burg nützlich zu machen. Jawohl! Huan ist der Gruppe beigetreten. Oh, wartet mal! Wie werden wir diese Burg übrigens nennen? Oh ja, du hast recht. North Window Schloss ist nicht gut. North Window ist der Name eines Dorfes, das nicht mehr existiert. Was sollen wir tun? Sollen wir Lord Rio bitten, sich einen Namen für die Burg auszudenken? Ja, wie wäre es, Rio? Was wäre ein guter Name für die Burg? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe meine Burg immer Dragon genannt oder so. Ich bin so... Ich habe nie Ahnung, wie ich etwas nennen soll. Also nenne ich sie jetzt einfach die Dragonburg. Oder Drachenburg. Drachenburg. Machen wir es auf Deutsch. Die Drachenburg. Oder das Drachenschloss. Auf jeden Fall Drachen. Oh, Drachenschloss, was? Das ist ein hervorragender Name. Ja, ich mag ihn auch. Du würdest doch alles mögen, was er sich ausdenkt. Halt den Mund, Schwester. So, dies ist also das Drachenschloss, was? Drachenschloss, Drachenschloss, wuhu. Drachenschloss. Nun, der klingt doch gut, oder? Es ist der Name, den unser Anführer gewählt hat. Gut, nun, wo wir den Namen unserer Burg gewählt haben, wie wäre es mit dieser Party? Wow! Was? Was? Wer bist du? Man nennt mich Legnard. Ich bin der Hüter der Torrune, der Wächter über das große Gleichgewicht. Rio, Erbe der Rune des hellen Schildes, der Kreis hat sich geschlossen. Die Sterne der Vorsehung werden sich wieder einmal versammeln. Ich gebe dir die Steintafel des Versprechens. Die Namen, die auf ihr stehen, zeigen dir deine Gefolgsleute, die Quelle deiner Stärke. Ich bin Schüler von Lady Legnard und heiße Luke. Und dies ist die Steintafel des Versprechens. Du solltest dankbar sein, dass die Lady sie dir gegeben hat. Und auch ich werde dir die Gnade meiner großartigen Anwesenheit gewähren. Ich habe es nicht gewählt, aber Lady Legnard hat es befohlen. Luke ist der Gruppe beigetreten. Diese alten Augen sehen die Zukunft verschwommen.
Das Schicksal hat ein vielfältiges Netz um dich gewoben, junger Mann. Dein Freund, der Erbe der Rune des schwarzen Schwertes, ich sehe auch ihn. Ihr beide habt einen harten Weg vor euch. Darum musst du immer nach vorn sehen und vorsichtig vorgehen, Ryu. So, Victor und Flick, ihr seid immer noch am Leben. Du! Ist diese Person ein Freund von euch? Nun, eine Art von Freund. Wir haben einmal zusammen gekämpft. Bah, nun gut. Nächstes Mal werden wir richtig feiern. Guten Morgen! Na los doch, aufgewacht! Du bist jetzt der Anführer der Allianz-Armee. Was? Das habe ich doch nicht Allianz genannt. Komm in die Gänge. Wieso Allianz? Habe ich wirklich tatsächlich damals die Armee Allianz genannt? Ich dachte, ich hätte sie da Dragon genannt. Die hat doch geschummelt. Oh Mann, oh Mann. So. Ich glaube, ich kann jetzt einfach mal endlich durch das Schloss rennen und mir das alles angucken und endlich an mein Lager gehen. Yay! Lager, ich komme! Oh, wir haben sogar Gäste. Ich komme, Lager, ich komme! So, das hier ist übrigens die Tafel. Was ist denn? Willst du etwas? Auf diese Tafel können wir gucken. Und hier sieht man halt diese ganzen Steine und unter den Steinen steht dann ein Name. Hier zum Beispiel Ryu, Shu, Luke, Victor und so weiter. Und das sind halt diese 108 Sterne. Und ja, das heißt, wir haben noch eine ganze Menge Leute, die wir sammeln können. Beziehungsweise müssen. Weil ich will ja das Super-Duper-Ende haben. Und für das Super-Duper-Ende brauchen wir alle 108 Sterne. Also dann. Haben wir noch einiges zu tun, ne? Würde ich mal behaupten. Aber ich denke, das kriegen wir hin. So, hier ist jetzt endlich mein Lager. Hey, du da, komm herein. Was willst du? Anzahlung. So, Gruppengegenstände. Endlich. So, okay, was packe ich da auf jeden Fall schon mal rein? Die ganzen Runen. Okay, vielleicht nicht unbedingt die und die und die auch nicht, aber die und die. Die Urne packe ich da erstmal rein, die Bücher packe ich da rein, den Tonsatz packe ich da rein und die ganzen Rezepte, die brauche ich nämlich erstmal auch nicht. So, was brauche ich auch nicht? Ich glaube, das war's. Ja, doch. Passt so. Sehr schön. So, die beiden stehen da rum. Und was mache ich jetzt? Hey, dich kenne ich doch. Dies sollte es sein. Entschuldigung, ist dies North Window? Kannst du glauben, dass mich mein Führer auf dem Weg hierher einfach verlassen hat? Nein, du bist weit vom Wege abgekommen. Das ist richtig. Ich danke dir. Verstehst du, ich hörte ein Gerücht, dass ein großer Held hier die Armee von Highland besiegt hätte. Darum habe ich mich entschlossen, hierher zu kommen und mich selbst zu überzeugen. Hast du diesen Helden jemals gesehen? Wie ist er? Er ist unglaublich cool. Er ist nichts Besonderes eigentlich. Der Held bin ich. Oh, du bist der Held? Natürlich. Ich bin so ein Idiot, dass ich es nicht erkannt habe. Es hat Spaß gemacht, mit dir herumzualbern, Junge. Doch nun werde ich um eine Audienz mit dem echten Anführer ersuchen. Ich sehe dich später. Na, der wird sich wundern. Na, der wird sich aber sowas von wundern jetzt gleich. Naja, es hat ja Spaß gemacht, mit mir herumzublödeln. Also von daher, ne? Gehen wir doch mal gucken, was der denn möchte. Wenn er schon nicht direkt mit mir reden möchte, vielleicht möchte er ja gleich mit mir reden. Man weiß es ja nicht, ne? Man munkelt noch. Mal gucken.
Ah, dein Timing ist ausgezeichnet. Dies ist Lord Ryo, Anführer der Dragon Armee. Was? Dieser kleine Junge? Ich bitte um Entschuldigung, mein Lord. Es sieht so aus, als wäre ich bei der Einschätzung des Charakters nicht sonderlich geschickt. Ich habe früher einmal für Lady Annabelle gearbeitet, aber dieser schreckliche Vorfall ereignete sich, als ich fort war. Gegenwärtig arbeite ich für den Bürgermeister der Stadt Two River. So, was hast du denn hier zu suchen, Herr Fitcher? Ich habe gehört, dass du eine Armee zum Kampf gegen Highland zusammenstellst und kam, um mich selbst zu überzeugen. Ich war ziemlich überrascht zu hören, dass es dir gelang, die Streitkräfte von General Solon je zu besiegen. Es war nichts weiter als Glück. Nun, das ist es, was ich meine. Es war fast wie ein Wunder, nicht wahr? Ruhe! Darum dachte ich mir, dass ich diesen Anführer unbedingt treffen müsste. Darum kam ich hierher. Lord Ryo, bitte komm zur Stadt Two River. Wir müssen eine Allianz bilden und Seite an Seite kämpfen, um die Armee von Highland zu besiegen. Ist dies eine formelle Aufforderung der Stadt Two River? Ich möchte offen sein. Bisher arbeite ich auf eigene Initiative. Warte mal eine Minute. Deine eigene Initiative? Hast du denn irgendeine Art von Autorität? Nein, nicht offiziell. Ich bin nur hier, um Soul's Window auszukundschaften. Aber wir werden einander brauchen, um gegen die Macht von Highland bestehen zu können. Was willst du tun, Ryo? Willst du diesem Kerl trauen? Ach, gehen wir nach Two River. Großartig, großartig. Ich werde sofort mit den Vorbereitungen beginnen. Aber, da ist noch ein anderes Problem. Was ist es denn? Es ist nur, dass die Brücken zwischen South Window und der Stadt Two River vollständig vom Königreich zerstört worden sind. Ich kam mit dem Boot hierher, aber die Mannschaft floh, als die Schlacht begann. Und jetzt, kannst du uns ein Boot zur Verfügung stellen? Hey, ist diese ganze Sache nur ein Trick, um eine freie Heimfahrt zu ergaunern? Na, natürlich nicht. Wir haben ein Boot, aber wir brauchen einen talentierten Captain, damit wir es nach Two River zurückschaffen. Ich könnte mir hier niemanden denken, der einer solchen Reise gewachsen wäre. Ich schätze, dass wir zuerst einen Kapitän finden müssen, ehe wir irgendwohin aufbrechen können. Na gut. Dann liegt das wohl wieder an mir, einen Kapitän zu finden. War ja klar. Ich weiß auch schon, wo wir den finden können. Ist was in meiner Box? Kein Brief. Okay. So, ja, wo könnten wir wohl einen Kapitän finden? Mal schauen. Ich sammle mir erstmal ein paar Leute ein. Ich glaube, ich nehme auch noch Fred mit. Fred vom Jupiter. Hallo, willst du deine Gruppe wechseln? Ja, will ich. Ich will Fred mitnehmen. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Verdammt. So, wen nehme ich noch mit? Ja, dann nehme ich halt wieder Rikimaru mit. Und Eili und Rina. Genau. Perfekt. So, Rikimaru muss nach vorne. Das passt. Okay. Moment. Verdammt. Ich überlege gerade. Naja, okay. Machen wir erstmal so. Und dann geht's später weiter. Ich habe halt jetzt überlegt, ne? Ihr werdet später herausfinden, was ich überlegt habe, aber ich glaube, ich komme nicht drum rum. Anders kriege ich es jetzt nicht hin. Dementsprechend passt das schon.
So, während die sich da jetzt die Beine im Bauch stehen und drüber nachdenken, was man machen könnte, renne ich natürlich hier rum und mach halt was, ne? Also erst einmal werde ich hier angreifen. Und dann mal schauen. So, also erst einmal gehen wir jetzt. Kann ich eigentlich nach South Window gehen? Das weiß ich gerade gar nicht. Also da könnte ich, glaube ich, sowieso reingehen. Da sind auch noch ein paar Leute, die man, glaube ich, rekrutieren kann. Oder zumindest irgendwann da sind. Ich weiß ja nicht, wann die da so sind. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Radat. Genau. Oder wir machen noch einen Abstecher und gucken mal, ob wir überhaupt hier nach South Window gehen können. Ich will das mal ausprobieren. Ob wir da hingehen können oder nicht. Vielleicht ist ja die Highland-Armee noch da. Das kann ja sein. Dementsprechend einfach mal ausprobieren. Yeah, Rina hat Level 20 erreicht. Wuhu! So, mal schauen. Ah, okay, ich kann hier wieder rumrennen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, dann müssen wir nämlich jetzt hier ins Gasthaus. Ich hoffe, das ist auch wirklich jetzt. Und müssen dann hier oben hin. Und dann müssten eigentlich, genau, unsere drei Lieblinge hier sein. Hey, es ist Rio. Lang nicht gesehen. Was, Lord Rio? Wie geht es dir? Hey, das sind die Typen von vorhin. Hallo. Hey, fragen wir ihn danach. Oh, okay, aber vergiss nicht. Wenn ich gewinne, musst du machen, was ich sage. Das ist in Ordnung. Aber wenn ich gewinne, machst du, was ich sage. Verstanden? Ja, natürlich. Rio, ich hörte, dass der Anführer der Dragon Army auch Rio heißt. Könntest du das sein? Hilda sagt, dass du es bist, aber das ist doch nicht wahr, oder? Was? Wirklich? Bist du wirklich der Anführer der Dragon Army geworden? Siehst du, wie ich es dir gesagt habe? Als ich das erste Mal die schönen Augen von Rio gesehen habe, wusste ich es. Ich wusste einfach, dass er das Leben vieler Menschen berühren würde. Bah, ich schätze, dass meine Augen ziemlich hässlich neben seinen aussehen, was? Schmollen passt nicht zu dir. Bah, vergiss es. Egal. Was wirst du jetzt machen, Rio? Ich denke darüber nach, vielleicht noch ein wenig auf Schatzsuche zu gehen. Wir haben es versprochen, nicht wahr? Dass wir dir helfen wollen. Wir sind keine Soldaten und wir können dir beim Kämpfen nicht helfen. Trotzdem meinen wir, dass wir hilfreich sein können. Bitte lass uns dir helfen. Schließt euch an. Was? Aber ich wollte doch auf die Schatzsuche gehen. Denk daran, ich habe die Wette gewonnen. Du musst machen, was ich sage, nicht wahr, Alex? Aber ich... Hilda! Oh, okay, okay, ich mache es. Rio, ich bin nicht sicher, wie ich dir helfen kann, aber ich werde alles tun, was möglich ist. Jawohl, und damit haben wir nämlich jetzt Alex und Hilda dazu bekommen. Vielen Dank, dass du uns annimmst, Rio. Sehr schön. Okay, wir gehen sofort zum Drachenschloss. Ihr braucht euch nicht so zu beeilen. Jedenfalls sind wir froh, dass wir der Sache des Volkes nützen können. Bereiten wir uns bald vor. Ja, ja, gehen wir. Ich möchte die Burg sehen. Juhu. So, okay. Ach Mist, wie ist eigentlich meine Gruppenstärke gerade? 95, 77, 76, 70... Ich glaube, das reicht nicht. Das reicht nicht. Da hätte ich ein paar stärkere Leute einpacken müssen, wenn ich schon mal hier bin. Ach, Mist. Egal, ist nicht schlimm. Ich gehe mal noch eben gucken wegen Dingens. Ihm hier. Der war, glaube ich, hier, ne? Genau, dem kann ich nämlich auch noch
irgendwie rekrutieren. Was willst du? Willst du dich unserer Gruppe anschließen? Das kümmert mich nicht. Ich brauche einen Opfer, Jitsu. Beeil dich und bring es mir. Du gabst die Opfer, Jitsu. Hä? Was ist das denn? Eine Opfer, Jitsu? Habe ich dich darum gebeten? Was ich brauche, ist ein Holzschild. Ja, jetzt muss ich gucken, woher ich ein Holzschild bekomme. Vielleicht aus dem Laden? Könnte man ja mal gucken, ne? Vielleicht haben die ja ein Holzschild. Hast du ein Holzschild? Mal gucken. Holzschild! Nee, nicht ausrüsten. Ab in die Tasche damit. Sehr schön. Was hast du denn noch für Seltenes? Ah, nix. Gut. Okay, dann werde ich ihm das jetzt auch mal geben. Das Holzschild. Und eine Windrune habe ich, glaube ich, auch. Weil ich glaube, das ist dann das nächste gewesen. Du hast den Holzschild übergeben. Was? Was soll ich mit diesem Abfall machen? Egal, wo ist der Windkristall, den du für mich holen solltest? So, gib den Windkristall, wirf den Windkristall. An dieser Stelle muss man den Windkristall zu ihm hinwerfen. Nur dann kommt er mit. Aua, was machst du denn, du kleiner Idiot? Guter Mann, Rio. Es ist gut, wenn du für dich selbst einstehst. Nun, ich treffe dich im Drachenschloss. Und zack, ist der Adlai oder Adlai oder Adlai, wie auch immer, der Gruppe beigetreten. Was? Du fragst dich, woher ich deinen Namen weiß? Du hast dir gedacht, dass ich das nicht einmal Dr. Adlai ihn wissen würde? Egal, beeilen wir uns und gehen wir. Wie bin ich jetzt im Schloss? Oh nö. Seht euch alle dies an. Ich nenne es einen Aufzug. Es ist Adlais größtes Werk. Benutze es vorsichtig. Dankeschön. Jetzt habe ich den Aufzug in meinem Schloss. Brauche ich keine Treppen mehr steigen. Problem ist nur, jetzt muss ich wieder nach South Window rennen. Aber eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, weil jetzt kann ich hier noch mal ein bisschen gucken. Es gibt nämlich noch zwei Leute, die wir rekrutieren können auf jeden Fall. Einer ist noch in South Window. Dafür muss allerdings meine Gruppenstärke bei 400 liegen oder so. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich vielleicht die Stärksten oder so mitnehme. Wer ist denn stark? Er hat immerhin 85. 134, das ist schon mal gut. So, sie hat 73, sie hat nur 70. Dann tue ich Eili auch mal eben raus. So, dass es dann nachher passt mit 400. 56. Ja, die sind alle noch viel schwächer. Der wäre mit 85 immerhin noch stark. Warum kann ich nicht Flick und so nehmen? So, ich lasse das mal eben so. Naja, aber ich muss auch erstmal wieder einen Cut machen, sehe ich gerade. Also dann, wir sehen uns in einem neuen Part bald wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!